Ja, was erwartet uns hier heute für ein Spiel? Es ist ein Spiel von zwei Top-Mannschaften in der Regionalliga Nord. Los, kurz ausgeführt, Kürkeskopf mit dem Pass auf seinen Teamkollegen Sander. Links raus auf Fehler, der geht zum Tor, schießt mit der Pike aufs kurze Eck. Und da ist Julius Pünd. Jetzt Stanislav Fehler mit dem Freistoß. Auch nah vors Tor getreten und der Abschluss und der Nachschuss im Tor. Die Fahne bleibt unten. Das 1:0 für die Jungstörche. Die frühe Führung für Holstein Kiel 2. Das könnte natürlich dann heute für beide Teams recht eng werden. Bisher schaffen es die Kieler besser, durch dieses enge Mittelfeld sich durchzusetzen. Hier sieht man jetzt, glaube ich, gerade die Dreierkette der Gäste auch ganz gut. Jetzt der steile Pass im 1 gegen 1 und da ist der Ausgleich. Fahne bleibt unten und das war mit der 11 Christopher Schepp, der da aus dem Nichts das 1:1 erzielt. Langer Ball. Daraus dann das 1:0 gefallen nach dem Freistoß. Hier der Freistoß verlängert und an der Latte eine Riesenchance für die Gäste, doppelt abgefälscht. Rankic da geklärt. Etienne Sohn setzt sich da super durch. Hat jetzt auch nur noch einen Gegenspieler vor sich. Etienne Sohn über die rechte Seite geht Richtung Strafraum, versucht abzudrehen, fällt und der Schiedsrichter pfeift Elfmeter. Und ganz sicher das 2:1 für die Jungstörche. Der Topscorer der Kieler, Stanislav Fehler, lässt sich diese Chance nicht nehmen und trifft nach 25 Minuten zum zweiten Mal für die Kieler heute. Viele Ballkontakte auch für den jungen Keeper der Kieler. Und die Meppner machen Druck, hoher Ballgewinn. FCF mit dem Abschluss. Und die nächste Chance hier für die Gäste. Über die rechte Seite mal die Aktion wieder in den Strafraum. Gute Besetzung bei den Kielern, aber Bruno Suarez kriegt den Fuß dazwischen. Zweiter Ball nochmal und Etienne Sohn mit dem Abschluss. Schaffen es hier auch, diese Begeisterung aufs Feld zu bringen. Jetzt Stanislav Fehler über die linke Seite und im Nachfassen ist dann Julius Pünd zur Stelle. Ja, Stanislav Fehler wirklich dynamisch heute. Bringt seine Situation zu Ende, hat sich auch schon vom Elfmeterpunkt mit dem Tor belohnt. Also wieder ein richtig guter Auftritt vom Kieler Topstürmer. Jetzt aber die Chance für die Gäste und der Abschluss. Und Noah Oberbeck muss zupacken. Gutes Zweikampfverhalten davon. Rankic gewinnt den Ball. Gleich auch wieder kurz paar Spiel mit Kürkeskopf. Und da sehen Sie wieder die Kombination. Fehler mit dem super Ball auf die rechte Seite. Das Wolf, der mit dem Lupfer und dem Tor. Das war überragend gespielt. Am Ende ist es Lukas Wolf, der nach einer super Vorlage von Stanislav Fehler hier das 3:1 für die Jungstörche erzielt. Überragend gespielt, technisch ganz sauber und da die Meppner auf dem falschen Fuß erwischt. Es ist Marek Jansen unter der Mauer durch an den Pfosten. Glück für die Jungstörche gegen Lars Speed war das. Nächster Ball segelt in den 16er wieder, fällt einer und der Abschluss und der Nachschuss ist dann drin. Das Anschlusstor, das 3:2 und es ist der neue Mann, es ist Lars Beat, der den Rebound ins Tor befördern kann. Aber es sind auch viele Flanken, viele lange Bälle, die da in den Strafraum der Kieler segeln und irgendwann fällt der eine mal runter. Hier jetzt der Abstimmungsfehler, der kann teuer werden. Auf der linken Seite hat Marek Jansen Platz, bringt wieder die Flanke und da ist das Tor, da ist der Ausgleich. Das 3:3 erzwungen von den Meppenern, der Fehler im Aufbauspiel und am Ende ist es Christopher Schepp, der einköpft. Aber mal gut für die Kieler Entlastung zu schaffen. Mal Fehler an den Ball zu bringen, der hier super Etienne Sohn findet. Und die Riesenchance. Am Ende ist es Pünd, der den Ball parieren kann. Wieder hoher, weiter Ball. Wieder Richtung Speed. Zweiter Ball landet. Nochmal bei den Gästen. Schuss abgeblockt. Und die nächste Chance. Noah Oberbeck mit der starken Parade. Damit ist aber Schluss. Holstein Kiel, die Zweitvertretung. Und der SV Meppen trennt sich mit 3:3.